Ob ich die tragen kann. Warte, ich bin gerade ein bisschen voll. Naja, also halt frontal gegenüber von mir saß jemand und rechts von mir auch noch jemand. So, und dann, ich arbeite halt. Was, du kannst arbeiten? Ja. Sitzt die auch von So, Neuseeland? so ein bisschen kann ich Datenverarbeitung auch. Und das ist ein Spieler? Oder ja, das ist ein Spieler, glaube ich. Naja, Nein! auf einmal, irgendwie kommt auf einmal so ein Papier, so ein riesen Papierknüll auf mich zugeflogen. Und er ruft so, Napalm! Leute. Alter. Erstmal nach beim Schein. Ich glaube, er hat mich jetzt gesehen. Also eine Waffe. Ne, er ist unbewaffnet, er hat nur einen Helm. Oh. Sorgt mal dafür, dass er dir folgt und dann rennen wir mal entgegen. Hallo. Hey Mann. What up, Bro? Ja, ich dir auch nicht. Der ist ja noch Deutsch! Ja. Der Dank schon mal deinem auf diesen Server, das kann doch gar nicht wahr sein. Das bedeutet Krieg! Alter, wo hängt denn das Flugzeug überall drin? Oh, sometimes I get good feeling. Läuft. Ey, ich glaube, ich bin schon wieder falsch. Weil ich sehe jetzt gerade schon wieder da diese dicken Säulen, aber ich bin nicht in Elektro, Quatsch, in Tscherno. Hä? Genau die gleichen oder einfach nur Säulen? Genau die gleichen wie in Tscherno. Die sechs dicken Säulen. Aber du siehst keine Stadt. Ah. Aber siehst du es richtig weit entfernt? Nee, nicht mehr. Also ich bin jetzt schon näher dran. Also siehst du schon Texturen und nicht nur Umrisse. Ja. Ohne Witz, ich nehme dich mal mit auf. Wir gehen. Nee, heute nicht, aber wir gehen mal die Tage auf meinen DayZ-Server und dann fliege ich mit dir mal die ganzen Spawn-Städte ab und du machst dir ein Foto, wie die aussehen. Na, müssen wir, glaube ich, echt mal machen. Dann kannst du mal. Oh, Warte, diese Stadt! vielleicht kann ich ihn noch wieder einholen. Vielleicht weiß er besser jetzt, wo ich gerade bin. Jetzt wird das 40er nachgeladen. Es sind so viele Spieler auf dem Server. Ich bin in Tscherno und hier ist niemand. Das ist unglaublich. Aber ich meine, ich verstehe es nicht. Ich bin links gelaufen. Und ich meine, Elektro hat doch diesen Hafen, oder nicht? Ja, Tscherno auch. Und Zainichi auch, aber Zainichi hat einen ganz kleinen. Ja. Ich lauf mal eben wieder zurück in die Stadt, wo ich gespawnt bin, in der Nähe. Kannst du mir ein Foto bei WhatsApp schicken, dann sag ich dir, welche Stadt das ist. What's up? Und du willst mein alter Vater. Ah! Meine Möse juckt. Das hat mich nicht auch schon gerade eben wieder verwundert. Weil ich bin nämlich genau bei der gleichen, ich sehe genau die gleiche Baustelle, die wir halt schon mal hatten. Auch wieder diese Brücke da und so. Nur halt jetzt mit der Stadt im Hintergrund weit entfernt. Die Stadt hast du vorher nicht gesehen. Also letztes Mal ist sie mir nicht aufgefallen, jedenfalls. Ja, wobei Tscherno und Zainichi kannst du krass unterscheiden, weil Tscherno hat halt viel größere Säulen. Ich merke das gerade mal so wenig, wenn ich jetzt hier gerade wieder lang laufe. Also Tscherno hat halt die richtig dicken Säulen. So die richtig dicken Hupen und. Alter, meine Möse, ohne Witz! Oh. Was? Meine Möse juckt gerade. Deine Möse juckt. Ja. Mein After. Da ist ein Spieler, glaube ich. Ob's der gleiche ist?
Jetzt, ich weiß nicht, was ich machen soll, solange du jetzt nicht weißt, wo du bist. Ja, das ist der gleiche. Ich laufe die ganze Zeit durch Tjernodorf rum und loote ein bisschen, aber finde nicht wirklich was. Ja, warte mal, ich frag ihn. Hey, Mann. Ich brauche Hilfe, ich bin zu blöd. Ich heiße Manuel. Ich krieg nichts geschissen. Wo ist er denn jetzt? Und er hieß Margarete. Und lief wie eine Margarine. Holy shit. Hey. Hey, du! Der hat sich gerade hingelegt. Ist er tot? Wenn du ihn looten kannst, dann ist er tot. Weißt du, wo es nach Tjerno hingeht? Was ist Tjerno? Ja, er liegt da so doof auf dem Boden rum. Fragen lieber, wo du bist. Kann ich dir besser erklären, wo du dann hin musst. Oder weißt du eher, wo wir gerade sind? Er antwortet mir nicht. What the fuck, hier liegen zwei Rucksäcke. Aufeinander, oh, Rucksack-Sex. Manuel, ich habe mir gerade einen Rucksack-Porno angeguckt. Er möchte mir nicht antworten. Schreib ihm mal, vielleicht versteht er dich nicht. Nee, das ist der gleiche von eben. Ich glaube, der ist gerade AFK gegangen oder so. Also leg dich vor ihn und guck ihn doof an. Ja, hab ich eben schon. Ja, und warte. Ich gehe einfach gerade in die Stadt mal rein. Oder so. Ich bin erfreut. YouTube. Oh Gott, eine Schaufel. So, ich bin jetzt halt kurz vor der Stadt. So, dann rechts ist ein Hafen. So, und dann gucke ich in die Stadt rein. Und da ist dann in der Stadt drin, sieht die es jedenfalls so aus. Wie so ein Schornstein halt. Rot-weiß, der so. Sehr hoch. Mehr oder oben. Sieht mehr aus, als wäre der hinter der Stadt, oder? Bin ich mir nicht sicher, kann sein. Aber das ist, glaube ich, nicht Tjerno. Elektro. Elektro, nee, das ist auch nicht Elektro. Elektro hat halt, die typischen Merkmale von Elektro sind halt, dass es zwei Feuerwachen hat, so ein riesiges Bahnnetz. Ja, vor allem ist es halt einfach größer. Also ich war ja da jetzt nun auch und Elektro ist halt einfach größer und nicht so abgefuckt wie hier. Also halt so die Häuser, die sind halt größer, weißt du, da sind ja auch ein paar Mehrfamilienhäuser, in Anführungszeichen. Sollte es nicht jetzt eigentlich auch nochmal irgendwie so eine neue Stadt geben? Ich habe leider keine Map. Ich meine, die wollten irgendwann da noch eine neue Stadt reingebracht haben. Alter, ist die Quali scheiße. Oh Gott. Was los? Ja, hatte ich eben. Ich wollte wissen, wo ich nach Tjerno komme. So, frag, ob du in Sonichi bist. Ah, okay. Wir sind hier in Sonichi oder sowas, ne? Ah, scheiße, na okay. Dann frag ihn, ob er dich umbringen kann. Oder du siehst einen Zombie, das geht nämlich schneller. Okay, also einfach in die Richtung und dann komme ich auch noch. Dann komme ich erst nach Elektro und dann Tjerno, ne? Lass dich umbringen. Ah, okay, alles klar, dankeschön. Lass dich trotzdem umbringen. Er sagt jetzt. Ja. Er sagt dir zwar den richtigen Weg, aber du läufst über die halbe Map. Ja, das ist natürlich doof. Ich laufe mal wieder nach Tjerno. Okay, ich guck mal eben. Weißt du was, ich teste jetzt einfach mal, während du da machst, teste ich mal eben was. Ich gehe mal eben auf einen anderen Server, wo es Nacht ist, und teste mal, ob die Waffentaschenlampe funktioniert. Mach das. Ich hatte mich auf einmal richtig erschrocken, auf einmal höre ich nur so irgendwas hinter mir. Ich drehe mich um, auf einmal steht er da schon wieder hinter mir. Like a monster.
Ey, eine Payday-Maske. Heil, mein. Und ich habe nichts weiter, das war ist wohl nichts. Plopp. So, ich hätte gerne eine. Ich habe was zu essen. Eine normale Kiwi, nice. Ich brauche mal einen Server, wo wenig Leute drauf sind. Hier. So, ich habe einen Defibrillator, aber den kann ich eh nicht mitnehmen. Oh, meine Eier! Oh, eine schicke Cappy. Moment. Ich möchte die Cappy nicht aufnehmen. Ah, hier steht so. Lol, hier steht sogar immer die Uhrzeit dabei. Fällt mir jetzt das auf. Hast du das mal gesehen? Nee. Beim Server Browser, da steht rechts immer die Uhrzeit dabei. Wie spät's gerade ist. Hier, der ist Nacht. Ja, Fehlermeldung, bla bla. Ach, jetzt habe ich auch so ein Weeping Cleaning Set. Ja, ich habe davon schon zwei. Nice. Aber ich habe auch eine Waffe für dich. LOL, nein. Oh. Nein. Bitte sag mir, dass das nur ein Private Server war. Bitte sag mir, dass das ein Private Server war. Bitte sag mir, dass das ein Private Server war. Wieso? Was ist los? Weh, das ist jetzt wieder passiert, ey. Dann, was ist denn los? Dann kacke ich den Macher, dann kacke ich den Rocket. Oh Gott sei Dank! Alter! Weil ich gerade auf einen anderen Server gegangen bin und auf einmal bin ich wieder neu gespawnt. Das hatte ich ja schon mal, weißt du? Ja. Und ich dachte, jetzt bin ich gerade wieder auf deinen Server gegangen und ich habe zum Glück mein Gear immer noch. Alter, ey, ich hätte den Rocket Hall so voll die Fresse geschissen, wenn jetzt mein Gear weg gewesen wäre. So, ich bin tot. Sehr gut. Ich bin einfach kurz auf dem Haus rauf und dann. Plopp. Bams. Dann hat er es erledigt. So, erstmal bin ich wieder eine Frau und ich bin schon wieder in so einem Cheat. Ey, das ist. Die wollen mich eigentlich verarschen. Warum spawne ich denn jetzt hier zum 20. Mal hintereinander? Ich bin jetzt wieder bei den 6 dicken Säulen da, aber halt bei den kleineren. In der Nähe halt da von Sonichi, glaube ich. Ist doch scheiße, Mann, ganz ehrlich. Ich meine, ich kann es ja irgendwie halt verstehen. Oder, ja, ich. Na egal, weg damit. Mit dem Gedanken nochmal neu. warum machen die das nicht so, dass man halt überall spawnt? Also halt mehrere Punkte. Warum immer so oft Sonichi und sowas? Warum kann ich es auch mal noch nicht mal ein paar Spawnpunkte, keine Ahnung, im Nordwesten halt geben oder so? Weil ich das mehr oder weniger der Sinn ist, dass du dich im Süden oder beziehungsweise an der Küste, nur an der Küste spawnst, dich an der Küste aufbauen kannst. Und dann, wenn du einigermaßen Loot, vielleicht auch ein Fahrzeug, das war in der Mod so, hast, dann Richtung Norden aufbrechen kannst, ja, aufs Airfield, um besseres Loot zu kriegen. Okay, von mir aus, ja, aber dann halt sowas wie so ein Erkennungssystem, sag ich mal, so, wir sind halt befreundet, so, und dann spawnt man wenigstens mal auch in der Nähe von dem Typen, dass man mit dem Kumpel, mit dem halt in einer Sitzung ist. Oder das, sowas halt. Das würde ich auch nicht schlecht finden, was ich daran aber wiederum schlecht finden Ach, würde. Ach komm, halt die Fresse. Was ich daran aber wieder kritisieren würde, wäre, dass es halt auch mehr oder weniger ein Spielsinn ist, dass du dich halt mit deinen Freunden treffen musst und alles. Ja, das. Ja, natürlich geht's dir jetzt gerade auf die Eier, weil du es nicht gebacken kriegst, aber. Aber ich sag mal, das gehört sich ja auch so zum Spielsinn dazu. Ja, ja, das trotzdem, aber. Aber trotzdem, Mama. So, jetzt bin ich wieder hier oben auf so einem Dach. Mal sehen, vielleicht. Flieg und Sieg! Flieg zu mir, mein Schatz! So, ich bin wieder tot. Nochmal neu spawnen. 3, 2, 1. Sonichi! Nee, kann ich bin. Einmal raus vom Server. Ach nee, glaube ich nochmal. Mann. Hast Spaß? Einer auf dem Server heißt Sterbehilfe. Alter. Warte, wo? Also auf dem Mensch ärger dich nicht selber. So, okay. Wo bin ich denn jetzt gespawnt? Also jetzt kann ich dir das ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich glaube, ich bin. Beschreib mit mir. Weit weg. Also ich bin in so einem kleinen abgefuckten Dorf. An der Küste.